Also heißt, ein paar Sachen abnehmen, ablegen. Ich möchte nämlich dann doch das Schrotgewehr mitnehmen. Weil die Pistole, die ist ja hier lachhaft. So. Und das geht dahin. Und dann machen wir das so, genau. So, Laborschüssel lassen wir drin. Wir schmeißen das Heilspray mal hier oben hin. Weil ihr seht, wir sind hier so vollgeknallt. Ich weiß, ich bin auch Mr. Sparsam. Aber trotzdem. So muss es ja nur auch nicht sein. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir machen es lieber so. Wir nehmen von der Magnum nehmen wir die Munition mit. Die ich natürlich ganz nach unten getan habe. Da. So. So, zack. Und jetzt machen wir hier doch ein bisschen mehr Ordnung. Ja, das ist mir jetzt hier zu krude. Das Problem ist, dass ich immer Schiss habe, nachher Items nicht mehr zu finden, weil dann doch das Magazin etwas weiter unten ist und ich denke, wir haben nichts mehr. So, mach mal das so. Und die rüsten wir aus. So, jetzt gehen wir hier wieder raus und speichern brauchen wir noch nicht. Sind jetzt gerade mal erst, ich habe auf die Uhr 27 Minuten plus minus 2 Minuten. So, nehmen das Heilkraut mit. Das pfeifen wir uns auch direkt rein, weil wir haben Heilung ohne Ende. Warum jetzt noch sparsam sein? Rinn in die Kiste. So. Hier oben die Etage ist clean. So, lalalala. Okay, unten dieser Sicherheitsraum, da muss noch ein Item drin sein. Okay, dann gehen wir da jetzt zuallererst hin. Da muss noch ein Item sein. Ich meine, aber wir haben da alles abgesucht. Habe ich da was vergessen? Ja, ich bin manchmal ein bisschen planlos. Heute ist das ganz extrem. Ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich mir gedacht, das wird bestimmt lustig, wenn ich aufnehme. Aber so kriegt das Let's Play auch so einen kleinen Unterhaltungswert. Sache Profi ist anders. So, aber wo ist denn hier was? Liegt da irgendwas auf dem Tisch? Ein Teil, bla bla, hat man ja schon gesehen. So, auf dem Tisch war nur der PC. Und da hinten waren wir doch auch schon. So, da steht die Uschi. Hier irgendwas noch in den Regalen. Da was mit den Chemikalien. Hatten wir auch schon. Reihe Chemikalien, bla bla. Das ist aber seltsam. Der zeigt uns das doch jetzt nicht ohne Grund. Hier irgendwas? Nö. Da in die Ecke kommen wir gar nicht hin. So, das ist die Leiche. Ein Monitor zum Anzeigen der Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Okay. Ha. Was ist denn? Verstehe ich nicht. Wieso? Die sagt auch hier zu dem Blut nichts, was auf dem Boden ist. Ich weiß nicht. Der Stuhl vielleicht? Wir hatten uns doch hier schon die Server angeguckt. So, anscheinend ist er kaputt. Ja, das hat sie schon gesagt. So, und jetzt haben wir hier noch den PC. Oh je, Mini. Aber da ist doch schon alles erledigt. Oder ist hier noch irgendwas Besonderes? Dürfte normalerweise nichts mehr sein. Aber wieso wird denn der Raum immer noch rot angezeigt? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Da irgendwas, in dem Regal irgendwas, da ist nichts.
Reihe Chemikalien. Müsste man hier irgendwen angucken. Die Leichen sind gefroren und in Plastiksäcke verpackt. Na, also ist es hier arschkalt drin. Vielleicht hat ja eine Leiche irgendwas dabei. Nee. Also irgendwie, vielleicht, unter Umständen, müssen wir später nochmal hier an dem PC dran. Das kann natürlich auch sein. Weil ich sehe hier nichts. Da sind die Bildschirme, hatten wir uns auch schon angeguckt, haben wir schon alles gesehen. Wir sehen hier nichts blinken, kein Schlüssel oder irgendwas hier rumkreuschen und fleuchen. Da lag eine Magnum-Munition, lag da auf dem Boden und das war's. Ich sehe hier sonst nichts. Warum die Jill hier zwar nicht in die Ecke geht, verstehe ich auch nicht, aber egal. Nee, dann kann es sein, dass wir hier nochmal rein müssen. Später. Ihr habt es gesehen, es liegt nicht an mir. Ich weiß nicht, warum der Raum noch rot ist. So. So, jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Wo geht es weiter? Ach ja, wir haben hier den Schlüssel, genau. Jetzt ist die Frage, welche Tür? Ist das die unten rechts oder die in der Mitte? Wir müssen natürlich so ein bisschen noch auf dem Schirm haben, dass hier ein Zombie rumflitzt. So, sie haben den Schlüssel für das Labor verwendet. Okay, alles klar. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Lassen den Zombie erstmal links liegen. Sparen uns die Munition. Okay. Versuchen mal hier die Tür. Die ist abgeschlossen. Festgefroren, okay. Also auch arschkalt hier. Okay, geradeaus. Und soweit ich weiß, müsste das ein Safe Room sein. Genau, ein Safe Room. So, wo wir ein paar dolle Sachen finden. Granaten. So, wir haben hier... Oh, da haben wir aber was dabei, wa? Gewehrmunition. Okay, da ist die Truhe. Ja, müsste hier so langsam Richtung Ende gehen. So, Pistole. Zack, machen wir das so rum. So. Nehmen wir den anderen Krömpes mal mit. Und die Farbbänder natürlich auch. So. Weil ihr seht auch da, da haben wir ohne Ende Zeug. Diverse Chemikalien. Die Etiketten sind verschmutzt und nicht lesbar. Schwer zu sagen, was da drin ist. Stühle und Materialien sind überall verstreut. Mann. Die Wände sind voller Kratzer. Na, diesmal habe ich es richtig gesagt. Kein Krater. Ist mir in der Nachbearbeitung nicht mal aufgefallen. Ich sage, ich habe Probleme mit meinen Augen. Und wenn dann der Kontrast nicht so ganz hundertprozentig ist. Eine alte Schreibmaschine. Natürlich, speichern wir jetzt auch mal ab. So. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier noch geht. Weil wir sehen ja, so viel ist hier auch nicht mehr. Schmeißen wir. Farbbänder hier wieder rein. So, jetzt könnten wir rein theoretisch auch mal ein paar zusammenlegen, weil die nehmen. Die haben so viele Farbbänder. Ich würde sagen, zack, ein Arsch lecken. Zack und zack. Ich hau jetzt nicht alle zusammen, dass wir noch ein paar einzelne haben. So. Das müsste ja passen. Haben wir hier zwei einzelne. 15 Mal könnte man noch speichern.
Ich glaube, so lange geht das hier nicht mehr. Ach, Quatsch. So, du kommst dahin. Ich wollte dich auswählen und dann nach oben. So, aber wir haben den Laborschlüssel noch. Das bedeutet, wir kriegen damit wahrscheinlich noch ein zweites Schloss auf. Sonst hätte die Jill schon längst gesagt, dass man das ja ablegen können. So, wir gehen hier direkt wieder geradeaus. Und laufen so halb rechts durch die Tür. So, hier ist er schon. So, sie haben den Schlüssel für das Laborbau verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen, natürlich. Und rein in die Kiste. Dann haben wir den Zombie erstmal lecker Arsch. Das hat sich aber nicht freundlich angehört. Die Frage ist auch, wieso ist der Flur rot? Ist da auch noch irgendwas? Hier hat irgendwer geröchelt. Wer röchelt denn hier? Ja, kommen wir hier irgendwie drauf? Wie kommen wir hier drauf? Okay. Okay, das kann auch sein, dass das nebenan ist. So. Okay, ich hab's auf dem rechten Ohr. Da kommen wir ja nicht durch. Okay, wir können das Regal verschieben. Okay. Ja, das sind aber Kackgeräusche, die mag ich gar nicht. So, jetzt kommen wir da aber gar nicht hin. Okay, wir können... Moment, wir können das ganz ranschieben. Dann müssten wir da dran kommen. So. Da ist nämlich nochmal Gewehrmunition. Ja, gut, hat mal kein Gewehr dabei haben. Und sonst ist hier nichts. So, da ist der Schacht. Da müssen wir durch. Und wir hören das, was wahrscheinlich nebenan schon rumkreucht. Aber ist hier oben nicht auch ein Schacht gewesen? Hier ist doch auch einer. Hä? Wo führt denn der hin? Das wird doch jetzt nicht eine Etage tiefer gehen, oder? So, wie kriecht man durch? Okay. Gut, dass wir nicht sehen. Okay, das muss da vorne irgendwo sein. Die Jill richtet sich dahin aus. Klopft der etwa gegen die Tür? So, und jetzt bricht hier 100% die Hölle los. Was ist denn das für ein Vieh? Was war das denn? What's up? Oh, Mann, da haben wir den auch mal ganz schön alt weggeschreddert. Was sind das denn für komische Viecher? Die kenne ich ja noch gar nicht. Ja, scheiß die Wand an. Das war mir aber jetzt mal komplett neu. Und vor allen Dingen, okay, das ist da oben noch ein Lüftungsschacht. Okay. Ja, spinn ich denn? Das ist ja mal was ganz Neues. So, die können wir uns... Die Röntgenbilder können wir uns nicht angucken. Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Ja, liegt ja hier auch überall. Diverse chirurgische Instrumente. Okay, diverse chirurgische Instrumente. Mal gucken, was sie hier zu dem OP-Tisch ist, das, was wir gerade hatten. Okay. Ah, wir sind jetzt hier. Ach so. So, jetzt frage ich mich gerade. Dieser Lüftungsschacht, wir könnten jetzt da durch. Aber hier ist ja auch einer. Sollen wir da mal rüber? Gucken, wo es dahin geht. Hier schlottert gerade erstmal nichts rum.
So, warum die Jill jetzt hier nicht runter will? Ha, reimt sich sogar. Komm, Jill, geh runter. Ich wollte gerade sagen. Zieh dich nicht so. Das Regal ist voller Gegengifte. Ah, okay. Hier ist wahrscheinlich ein Modus-Gedöns-Dingens. So, Batteriepack mitnehmen. Natürlich, aber das hier? Genau, ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Modus könnten sie bla bla bla. Ja, ja, ja. So, setzen wir ein. Verwenden. Und da ist es auf. So, jetzt brauchen wir noch eins. So, was ist denn hier in den Säcken drin? Da sagt die auch nichts zu. Da sind wahrscheinlich hier schon die Hinübergegangenen. Okay, wir sind... Da waren wir doch. Hier waren wir doch. Wieso? Was? Wie? Was? Was? Okay. Okay, okay. Moment. Jetzt sind wir quasi wieder... Genau, wir sind da drüben. Ah, deshalb. Alles klärchen. Gut. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Denn ich möchte in den anderen Raum. Aber das müsste doch normalerweise auch in den Raum führen. Ach, keine Ahnung. So, und die Tür müsste normalerweise festgefroren, bewegt sich nicht. Okay, da können wir auch nicht hier durch wieder zurück. So, in aller guten Dinge sind drei. Kriechen wir auch durch das Rohr hier. Zack. Und dann sind wir drüben. Jetzt kommen wir hier aber wahrscheinlich gar nicht mehr runter, ne? Doch. Sehr schön. Gehen wir hier wieder durch. Also zwei haben wir auf, eins brauchen wir noch. So, wir locken den jetzt mal eben hier hin. Na komm, Schnulli. Ja, komm. Du komm. Du komm. Der braucht's aber lang, ne? So, und jetzt laufen wir hier einmal im Kreis. Denn ich möchte wissen, ob hier nicht noch irgendwo was für uns ist. Was haben wir hier? Na, und wenn ich jetzt hier nicht überall hängen bleiben würde, wäre das auch super. Ich möchte den ja gar nicht umnieten. Hier, kleinen Kittelchen. Versuchen wir von der anderen Seite. Wir locken den mal hier in den Gang. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn der auch mal laufen könnte. Na komm. Ja, 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 ja. Komm hier, lecker ab, ab. Komm, kriegst du ein Stück von Jill. Komm, lecker, lecker. Ah, das Bein sah aber auch schon mal besser aus, wa? Meine Jüte, da fehlt aber schon ein Stückchen. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier in den Regalen liegt. So, ist hier noch irgendwas Besonderes? Okay, Pistolenmunition. Sehr schön. Was wir so ungefähr fast gar nicht brauchen. Ein Dolch. Auch nicht schlecht. Ist da noch Regal... Nee, die Regale sind voller großer und kleiner Behälter. Winzige Eier kleben an den Behälterseiten. Ups. Okay, so. Ist jetzt der Flur clean? Der Flur ist clean. So, frag mich trotzdem noch, warum da hinten dieser Raum noch rot ist. Ich raff's nicht. Das geht mir auf den Keks. Wir gehen da nochmal hin. Irgendwas müssen wir mal sehen haben. Das macht er doch normalerweise nur, wenn hier noch ein Item liegt. Oder bin ich blöd? So, ich laufe jetzt hier ganz Resident Evil-like mal alles ab. So, das kommt immer dasselbe, wenn man hier an dem... Bettchen stehen. Monitor, bla bla. So, auf dem Stuhl irgendwas? Nein. So, in dem Regal sind ja nur diese Bildschirme. Auf Seite schieben können wir die auch nicht.
So, da auf dem Tisch ist nur genau der PC, wo wir uns... Moment, wir melden uns nochmal an. Vielleicht habe ich ja doch da irgendwas übersehen. Dass man da vielleicht noch irgendwas machen kann. So, was haben wir denn hier? Ne, wir haben nur diese zwei Räume und die haben wir schon offen. Dann kommen wir nur auf Cancel. Das verstehe ich jetzt nicht. Yes. Und sonst können wir hier nichts machen. Das haben wir uns schon angeguckt. Da sind die Server. So. Und hier sind die Chemikalien. Und die da sind so tief gefroren. Die sind tiefenentspannt. Ah, na, hallo. Da ist es. Yes. Und mal wieder komplettiert. Sehr schön. Ich freue mich jetzt gerade. Volles Fund. So, prüfen. Ja, da hätte ich wahrscheinlich diese Nacht nicht mehr schlafen können. Enthielt ein grünes Kraut. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Jawohl. Ah, sonst hätte ich diese Nacht nicht schlafen können. Können wir uns da in Pünktchen ins Fleißbüchlein reinkleben. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir da sogar noch ein Sternchen. So, jetzt haben wir hier rein theoretisch, bis auf den einen Raum da hinten, den wir noch nicht aufkriegen, weil noch ein Sicherheitsschloss zu ist, haben wir hier eigentlich alles erledigt, oder? Da oben war auch alles okay, da unten waren wir ja noch nicht und da waren wir noch nicht. Und okay, dann machen wir es so, dass wir zurückgehen zur Inventartruhe und da würde ich auch sagen, speichern wir auch gleich nochmal ab, denn das sieht hier schwer nach Trouble aus. Ihr habt jetzt gesehen, wir werden hier gerade mit Munition und Heilgedönse zugeschmissen. Das ist immer ein Indiz, dass man so richtig schön eins auf den Kopf kriegt. Also bereiten wir uns mal auch mal so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, was passiert. Die Modus lassen wir natürlich drin. Gewehrmunition. Schmeißen wir mal zu dem anderen. Wir könnten eigentlich auch den Granatwerfer mitnehmen. Ey, wir haben so viel Auswahl. Diese Kombinationsmöglichkeiten überfordern mich. Okay, Kraut. Können wir das da rein tun? Oder lassen wir das? Moment. Wir haben hier noch ein blaues Kraut, ne? So, zack. Einmal volle Heilung. Könnten wir rein theoretisch auch direkt im Inventar lassen. Falls mal Not am Mann sein sollte. Pistolenmunition legen wir natürlich ab. Und ihr seht, wie viel wir hier haben. Über 200 Schuss. Also das ist ja schon fast Action Game. Wir nehmen Schrotgewehrmunition auch noch mit. Dann haben wir... Dann sind wir gut dabei. So, und dann nehmen wir einmal ein Farbband. Speichern ab. Wer weiß, wofür die gut ist. War jetzt nicht so viel, weiß ich. Aber wir haben so viele Farbbänder. Warum sollen wir jetzt noch knauserig sein? So. Haben wir das erledigt. So. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier unten in den komischen Maschinenraum ist das, glaube ich. Das müsste der Maschinenraum sein, da reinzugehen. Dann nehmen wir aber besser das Schrotgewehr mit. Also, dass wir das ausrüsten. Mitnehmen tun wir so oder so. Und ich überlege gerade, ob wir hier mal... Auch davon haben wir so viel. Den rüsten wir mal aus. So, dann werden die auch schön durchgebrutzelt. Haben wir hier ein bisschen Techno-Action. So. Und soweit ich mich entsinne, kriegen wir hier gleich Spaß.